So, ihr Lieben, jetzt geht's wieder auf den nächsten Lehrgang diesmal nach Bad Sobern. Nee, Bad Sobernheim war ich das letzte Mal. Jetzt geht's nach Burg Feuerstein, etwas nördlich von Nürnberg, auf den Lehrgang. Mal gucken, wie es da so wird und mal gucken, wie ich hier so diese Videos zusammenschneide. In Bad Sobernheim hatte ich ja nur so ein kleines Video über den ganzen Lehrgang gemacht. Ob ich jetzt hier über jeden einzelnen Tag oder zwei Tage oder so mache. Mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt hier auf den Weg in dieser puren Hitze und in meinem Auto ist auch keine Klimaanlage. Ich freue mich jetzt auf 6 Stunden Fahrt. Grundsätzlich bräuchte ich dafür noch kein Video machen. Ihr wisst alle, wie es aussieht, wenn man Sachen packt und wie es aussieht, wenn man Auto fährt und dann mit diesen gepackten Sachen in den Urlaub fährt. Aber was euch vielleicht interessiert, ist, was ich mitnehme, was ich nur einmal kurz gucken, ob die Kamera noch läuft, was ich so mitnehme an Sachen. Segelfliegen ist ja in dem Moment mehr als nur Fliegen, sondern es ist auch Zelten und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt auch sagen Gemeinschaften, bla. Aber jetzt gehen wir mal erstmal aufs Zelten ein, was nehme ich da überhaupt mit, ne? Abgesehen von diesem Flugzeug hier im Anhänger, was man schon hinter mir sieht. Grundsätzlich super, dass man so einen Anhänger hat. Da passen dann eine ganze Menge Dinge rein. Ich habe 2 Zelte dabei, weil ich noch nicht weiß, ob ich das große oder das kleine aufbauen will. Dann habe ich so eine Decke, die man unter das Zelt legen kann, die wasserdurchlässig ist, damit man aber eine schöne Unterlage hat. Das ist ganz cool, hat jetzt auf dem Wettbewerb das erstmal benutzt. Das hat dann so ein richtiges Wohnzimmer-Feeling im Vorzelt gegeben. Dann konnte man sich da reinsetzen und man konnte quasi Schuhe ausziehen und hatte einen Teppich unter sich. Das war super. Dann natürlich hier meine Matratzen und Schlafsack und alles, das ist immer alles so einzeln gepackt. Deswegen sieht das immer noch viel aus, aber es ist eigentlich gar nicht viel. Und dann hier vorne im Anhänger habe ich noch Putzsachen drin und ich habe auch Kanister mit, weil diesmal könnte auch wieder Wasser benutzt werden. In der Clubklassen-Quali ist natürlich kein Wasser erlaubt, deswegen brauchte ich es nicht mitnehmen. Auf dem Anfängerlehrgang braucht man auch kein Wasser, aber diesmal schon. Und jetzt in meinem Auto natürlich den ganzen Rest, Kameramaterial, Flugdokument, Batterien fürs Flugzeug und dergleichen, habe ich dann hier alles drin. Dementsprechend ist der BMW auch schön leer. Außer noch eine dicke Box, weil die passt tatsächlich überhaupt nicht in Anhänger. Die ist wirklich ist eine Eurobox, die ist wirklich so ein Stückchen zu groß geraten, sage ich mal, beim Kaufen. Und passt deswegen nicht in diese kleine Öffnung von den alten Cobra-Anhängern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und deswegen muss die auch immer hier in BMW. Da habe ich dann noch so Ersatzreifen für ein Flugzeug und alles solches Material zur Reparatur, sag ich mal, wenn irgendwas unterwegs kaputt gehen sollte in der Woche. Dann kann man das mal kurz, schnell, so feldreparaturmäßig machen. Das habe ich auch immer noch in so einer kleinen Box dabei. Genau. Würde ich sagen, haben wir genug geredet und dann fahren wir mal los. Ja, wie gesagt, ihr dürft weiter. Also, ich wollte nur kurz ankündigen, dass ich wirklich getroffen habe. So, jetzt haben wir unser erstes Briefing hinter uns, haben so ein paar grundlegende Dinge besprochen in diesem ultra heißen Raum. Es war Sauna-Feeling pur, mit einem Aufguss von Schweißgeruch. Das war sehr angenehm, meine Frisur wird auch nur besser über den Tag. Genau, und jetzt gibt es hier schönes, leckeres Abendessen vom Caterer im Hintergrund, diese schöne Alpkante. Ja, so kann man einen Tag ausklingen lassen, denke ich. So, jetzt ist gerade schon der 2. Tag, aber ich muss noch mal was nachdrehen, weil ich mit den Aufnahmen nicht ganz zufrieden war und muss mir noch ein paar Dinge erzählen. Ich spoiler gerade aus Versehen noch gerade den 2. Tag, man sieht, das Wetter ist nicht ganz so gut und egal. Kommen wir erstmal zu dem, was ich eigentlich erzählen will. Hier steht dieses schöne Auto hinter mir und das ist erstmal auf der Hinfahrt schon so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden und zwar ist mir und erst in der letzten Kurve, und ich hoffe, das war auch tatsächlich die letzte Kurve, ist mir aufgefallen, da war ich schon da hinten, da wo diese Nebelschwaden, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten gehen so Nebelschwaden hoch, da. Und da ist so eine Kurve, die hier zum Flugplatz geht. Und auf dieser Kurve hat es unter mir so gemacht, als ich da so abgebogen bin. Und dann habe ich erstmal in das Auto geguckt und dann hing da so ein Plastikteil an so einem Kabel runter, an so einem Sensor. Dann habe ich das erstmal abgezogen und in mein Auto gelegt und habe gehofft, dass es kein relevanter Sensor ist und kein relevantes Plastikteil, sag ich mal, und bin noch hier hochgefahren und habe es am nächsten Tag auch unter der
aufgebockt und repariert, sage ich mal. Das Ganze war so ein Teil, das sorgt für Luft für die Bremse, so ganz einfache Erklärung. Hier geht so die Luft rein an diesem, hier unten ist ja bei vielen Autos der Ladeluftkühler, aber hier ist, ich habe ja keine Ladeluft, also kein Turbo und so. Auf jeden Fall geht hier so ein Kühlkanal rein und das ist so eine Art Düse, die hört dann hier im Radkasten auf. Und da ist so ein Loch, das kann man hier glaube ich von da aus nicht sehen, aber da ist theoretisch so ein Loch drin und das pustet dann die Luft auf die Bremse. Das ist so einfach der Kanal, der abgefallen ist und da drin ist dann ein Temperatursensor. Auf der einen Seite ist einfach nur der Temperatursensor für die Außentemperatur und das andere ist nochmal ein zweiter Sensor, der quasi das gleiche macht, nur für die, sagt mal schnell, für die Scheibenwischanlage, damit die Düsen beheizt sind. Und dieses Teil ist abgegangen einfach, weil dieses Plastikteil wirklich nur mit einer Steckverbindung drauf ist. Ich habe ganz viel Tape benutzt. Einfach nach diesem Ingenieursleitsatz, ne, wenn es mit Tape nicht hält, benutzt zu wenig Tape. Habe es einfach repariert. Was möchte ich mit dieser Geschichte eigentlich sagen? Und zwar dieses Abenteuer, das auch schon, ich meine 400 Kilometer bin ich jetzt alleine gefahren. 6 Stunden Autofahrt habe ich kalkuliert. 6 Stunden alleine hierher zu fahren mit Anhänger hinten dran. Nachts, ich bin 23 Uhr angekommen. Schon an sich so ein kleines Abenteuer gewesen, sag ich mal. Und das ist auch immer wieder das, erstmal die Hand wechseln, mein Arm tut schon wieder weh von Kamera halten. Ist so ein bisschen Abenteuersegelfliegen, da gehört viel mehr zu als nur das Segelfliegen. Da ist so viel drumherum und dieses so viel drumherum zeichnet dieses Hobby, finde ich, schon so aus. Das ist einfach, ja, meiner Ansicht nach sind wir Menschen einfach problemlösende Wesen. Wir bekommen ein Problem vorgesetzt, dann steht ein Problem und wir lösen es. Und darin besteht so meine große Leidenschaft allgemein. Ja, und das ist da mal wieder der Fall gewesen. Und dann macht man so mal so eine spontane Aktion und repariert sein Auto. Und eine kleine Geschichte, die gar nichts zum Thema zu tun hat. Hier in der letzten Kurve bin ich entlang gefahren, also in der allerletzten Kurve, bevor man hier zum Campingplatz kommt. Und da ist hier so ein Weg, der führt da so entlang. Und ich habe diese Autofahrt hierher nicht aufgenommen, weil viele, was man so auf YouTube sieht, dann wird da Musik untermalt und Auto gefahren. Und ich denke mir so, ja, aber jeder weiß, wie man Auto fährt. Da brauche ich jetzt nicht eine einminütige Sequenz mit Musik untermalt, wie man Auto fährt. Also habe ich das sein lassen und hatte keine Kamera dabei. Leider, nämlich in dieser letzten Minute hätte sich der ganze Kameraeinsatz von 5 Stunden vorher gelohnt. Da lief einfach ein Typ, gefühlt, also er sah älter aus, als er war, wahrscheinlich, lief einfach mit diesen Nordic Walking Stöcken entlang mit einer Zigarre im Mund. Und er hat mich angeguckt, also das ist ja so typisch, ich bin hier im, jetzt möchte ich hier niemanden diskriminieren, aber ich bin hier im Frankenland oder wie das heißt, fränkische irgendwas, fränkisch ist mir egal. Und wie man das so von so einem Bayern kennt, der in einem Dorf wohnt halt, er hat mich als Fremden angeguckt, als sei ich der Dumme. Das ist ein Bild für den Götter. Wenn ich so ein Opa mit Bierunterhemd und Bierbauch anguckt, mit einer Zigarre im Mund, mit nordigen Walking-Stöcken am Laufen ist und dich anguckt, also bist du der Bescheuerte. Ein Bild für die Götter. Diese Geschichte wollte ich einfach loswerden, einfach weil ich es witzig finde. Ich geh jetzt essen. Thank you.